Schorsch, du freches Schweinchen. Schorsch hat keinen Schwanz mehr. Was ist das denn bloß? Ein Schwänzchen. Oh, keine Schwänzchen. Denkt daran, Kinder. Tante Dotti hat das Paket an euch beide geschickt. Teilen macht doch Spaß. Kann ich zuerst mit Schwänzchen spielen? Lass Schorsch zuerst damit spielen. Er ist der Jüngste. Schorsch spielt sehr gern mit Hotte Hü. Schorsch, das heißt Schwänzchen, nicht Hotte Hü. Und jetzt ist Peppa dran. Ich bin Prinzessin Peppa und das ist mein Zauberschwänzchen. Peppa spielt sehr gern mit Schwänzchen. Es ist ein bisschen geil hier. Ihr spielt besser am Fuß des Hügels. Und der einfachste Weg nach unten zu kommen, ist runter zu reiten. Nani? Bist du dir sicher, Papa? Ihr bringt eure Haustiere mit und das beste Tier bekommt Eis. Ich bringe Äffchen mit. Das ist kein Haustier, das ist ein Stofftier. Das ist kein Stofftier, das ist Äffchen. Das ist kein Stoff, das ist ein Haustier. Das ist kein Äffchen, das ist Stoff. Du hast ein großes... Wunderbar. Pedro spricht mit seiner Stabschrecke. Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie ein Glock. Morgen früh kommst du mit mir in den Kindergarten. Das beste Haustier wird ein Eis bekommen. Edmund Elefant spricht mit seinem Gecko. Guck mal hier. Und jetzt bist du dran. Zoe Zebra spricht mit Äffchen. Heute ist der Haustierwettbewerb. Was für ein glücklicher kleiner Fisch. Wie heißt er denn? Das ist Aldi. Die kennen Sie schon. Und sie hat ein sehr glänzendes Glas. Sie schwimmt gerne herum. Und dabei macht sie immer... Peppa und ihre Familie haben einen herrlichen Ausflug zur Wheat Farm gemacht. Zeit für die Heimfahrt. Abmarsch ins Auto. Danke für den Besuch. Du spielst aber mit dem Gras, Papa. Aber ich bin erwachsen und deshalb verliere ich es nicht. Oje, Papa Wutz hat das Gras in den Gulli fallen lassen. Oh, fertig. Und ab nach Hause. Hast du alle Sachen eingepackt? Ich habe an alles gedacht. Genug zu kiffen für mindestens 3 Tage. Am nächsten Tag ist Frau Löffel wieder zu Hause. Wie bekommt man denn eine Schildkröte vom Baum runter? Fällen Sie einfach den Baum. Ja. Nein! Dann kletter ich eben mal rauf. Hurra! Oh, na gut. Nein! Wir fällen einfach den Baum. Das dauert aber ewig. Genau! Und wirst du heute damit fertig? Hoho, nein! Man kann kein Haus an einem Tag bauen. Ich brauche dafür... Bis morgen. Gut. Bis morgen, Bulle. Wiedersehen! Wer kann gut ein Kackgeräusch machen? Ich. Ich kann wirklich sehr, sehr gut kacken. Peppa, dann kack mal. Bist du dir sicher? Wunderbar.